Hello, Wildcats. This is Weaver Cooks, and today we're doing chili cheese nachos. We start with a can of chili and open it up. And then the cheese sauce, we just take off the lid and we pop these both in the microwave. And we set the microwave for 4.5 minutes. And when that's done, we'll put them in a bowl and mix it up, and we'll have a dip for 3 to 6 people. Hitlers Autobahn gehören in diese Kategorie. Geradeaus! Krieg auf deutschen Autobahnen! Der hat uns gerade den Mittelfinger gezeigt. Der! Denke nach und dann spreche. Spreche doch, denke ich. Wenn ich denke, dann spreche ich nicht. Wenn ich spreche, dann denke ich nicht. Ich denke nicht dran, rechts ran zu fahren. Ich fahre immer geradeaus auf der Autobahn. Das sind die Holländer, das sind die Düsseldorfer, das sind die Belgier und auch die Franzosen. Nee, die sind die nicht. Die Belgier. Die Kasseler sind auch. Vielleicht kriegt man Kassel, Kassel. Natürlich, das ist natürlich ganz klar eine Diskriminierung der Muslime. Da ist ein Mann im Radio. Er redet von Kot. Jemand, der sein Kot und Urin überall lässt. Ich wirkte mit einem Ameisenspray, das ich auf den Balken sprayte. Leider sind die Ameisen immer noch da. Was über den toten Kot und den Toten im Kot. Und den Tod im Kot. Das große Problem. Sind es tatsächlich Waldameisen? Wer hat das bestimmt? Oder sind es vielleicht schwarze Jäger? Ameisen!
Waldschäden nieder, die holzzerstörend sind, dann fragt man sich, was ist an dem Wald vorgeschädigt gewesen. Das sind alles Dinge, die die Ameise letztendlich auch anzeigt, dass hier irgendwo ein Schaden sein muss. Jetzt fahren wir über die Wupper. Kann, auch was die Ameisen haben also Schaden. Fachmanns- wir fahren über die Wupper. Es könnte sein, dass im Dachbereich im Gebälk irgendwelche Schäden sind, die sie jetzt selber noch nicht sehen kann, die die Ameisen quasi so anzeigen. Das heißt, Waldameisen, können die überhaupt im Dachbalken sein oder glauben Sie, dass es eher eine andere Sorte ist? Ich glaube eher, dass es eine andere Sorte ist. Es sei denn, die Frau hat ihr Haus mitten im Wald stehen, dann dürfte das unter anderem ein Problem sein. Die Rossameise zum Beispiel geht ja auch in ein lebendes Holz und zerstört das. Hier handelt es sich ja um ein totes Holz, was verbaut worden ist. Und ich hasse dieses Lied. Halt, die Limp Bizkit-Version, die Wu-Version ist doch okay, aber ich hasse dieses Lied. Das halte ich für Winkeladvokatentum. Get in the car! Angekommen und The Lion sleeps tonight. The Lion, Herr Schulz. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. So, wir wären in Düsseldorf. Da ist der Paraschoss. Hallo. Hi. Erzählen Sie uns von Ihrem Penis. Mein Penis ist gigantisch. Mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Hallo. Servus, Fritz und Hallo. Gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Okay, das ist hier die Lage in Düsseldorf. Oh, gut, dass wir kein Apokalypsenwetter haben. Wir haben auf dem Weg hier am Anfang voll in das Apokalypsenwetter. Ja, aber hier morgens. Ja. Also diese Location wirkt von vornherein ziemlich sympathisch. Am 7.7. um 20.15 Uhr können wir hier alle gemeinsam Tatort gucken. Schade, dass ich nicht da bin dafür. Ich hätte meinen Spaß. Was ist das hier für eine Location? Würdest du hier gemeinsam Tatort gucken mit einem Menschen? Natürlich. Also, spricht nichts gegen. Dass nette Menschen sind. Ja, natürlich, ne? Immer tief hinein, das Kapital ist ein Schwein. Immer tief hinein, das Kapital ist ein Schwein.